anywhere every day, the same procedure. It feels like hell, it makes me angry, it drives me. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu meinem Lesemonat für den Monat Juni 2016. Und ja, der Juni war ganz gut bei mir. Ich habe einiges geschafft und habe viel Zeit auch mir zum Lesen genommen. Vielleicht nicht ganz so viel, wie ich es hätte gekonnt, aber mehr als zumindest in den letzten Monaten. Und diese Bücher möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Fangen wir einfach mal an. Ich habe zuallererst mit jemanden zusammen dieses Buch gelesen, und zwar von Jussi Adler-Olsen, Schändung. Das habe ich mit Tine Beloved by Books, sie hat einen Blog. Ich weiß gar nicht, ich glaube einen Videokanal nicht, aber auf jeden Fall einen Blog, und mit der habe ich den zweiten Teil gelesen, weil wir schon den ersten zusammen gelesen haben. Und hat mir leider nicht so sehr gefallen. Ich fand diesen Fall hier relativ öde. Ja, ich fand es auch alles so nicht so schön erzählt, muss ich sagen. Teilweise fand ich es auch echt widerlich. Also gab es so Stellen, wo ich dachte, oh mein Gott, nein, das ist echt widerlich. Da hat sich alles in mir zusammengezogen. Und ich war halt echt gelangweilt von der Geschichte. Also die ekligen Szenen jetzt mal ausgenommen, die haben schon meine Augen aufreißen lassen irgendwie, aber ja, so an sich, was da so drumherum passiert ist, ich musste dann teilweise echt Seiten überblättern oder nur quer lesen, weil es so langweilig war. Ja, aber der Kommissar hier ist trotzdem echt eine coole Socke, muss ich sagen. Ich mag den echt gerne. Werde, denke ich, auch die anderen Teile lesen, sobald sie mir über den Weg laufen. Das habe ich mir jetzt aus der Bibliothek ausgeliehen. Werde das mit den anderen wahrscheinlich genauso machen, weil ich jetzt nicht so scharf bin, die Reihe im Regal stehen zu haben. Aber ich schon irgendwie wissen will, was hat sich der Herr Adler-Olsen noch so einfallen lassen. Ja, und aber konnte mich leider gar nicht so mitreißen und überzeugen, deswegen nur 2 Sterne. Ja, dann las ich das Buch fange ich jetzt am besten an. Also das Buch habe ich jetzt sehr lange gelesen. Ich glaube, ich habe es schon vor 2 Monaten begonnen. Ungefähr. Konnte aber zwischendurch einfach nicht weiterlesen, weil ich nicht in der Stimmung war auf so eine Geschichte. Ich konnte mich auf sowas nicht konzentrieren. Ich war auch nicht innerlich so psychisch dabei. Nee, wie kann ich das besser beschreiben? Also ich wollte keine Liebesgeschichte lesen, weil ich einfach wollte nichts mit Liebe lesen, so, und deswegen habe ich das auch angefangen und dann irgendwann ziemlich lange unterbrochen. Die Rede ist aber von Walking Disaster von Jamie McGuire. Im Prinzip wusste ich ja, wie die Geschichte endet, weil ich ja das ist ja der Teil, aus dem die Sicht des männlichen Protagonisten erzählt wird, und zwar von Travis. Deswegen war ich vielleicht auch nicht ganz so gespannt, wie es weitergeht, weil ich ja im Prinzip wusste, wie es enden wird. Aber trotz allem liebe ich die beiden. Also Travis und Abby, das ist mein absolutes Traumpaar, was Büchergeschichten angeht, bisher zumindest. Und ich kann mich in diesen Geschichten verlieren, sobald ich dann auch den innerlichen Wunsch verspüre, dies zu lesen. Und es ist einfach ergreifend und schön und teilweise sehr tragisch, und dann wendet sich das Blatt aber doch wieder, und ich finde die Geschichte einfach wundervoll. Mich konnte sie begeistern, und auch natürlich die Sicht von Travis, kann ich nur empfehlen für alle, die Liebesgeschichten mögen, die so ein bisschen ein Drama in einer Geschichte nicht so schlimm finden. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, der macht schon wieder so. Bin ich nicht so ganz glücklich damit, dass der
nicht einfach fokussiert bleibt, sondern immer so ein. Okay, das hat 5 von 5 Sternen bekommen. So, weiter ging es mit dem. Oh Gott. 8. Teil der Jane Rizzoli und Maura Iles Reihe Toten Grund. Das war wieder ein richtig spannender Teil. Also den habe ich richtig verschlungen, muss ich sagen. Innerhalb von 3-4 Tagen habe ich den ausgelesen, glaube ich. Also es war schon recht schnell für mich, für meine Verhältnisse zur Zeit. Und ich fand die Geschichte oder den Fall mega spannend. Auch, dass Maura Iles da so krass eingebunden war. Ja, um was geht's im Prinzip? Also Maura muss zu einer Tagung nach, ich weiß leider nicht mehr, wie der Ort hieß. Auf jeden Fall muss sie halt, wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht Kanada gewesen. Jedenfalls ist sie bei einer Tagung und sie wird dann von einem ehemaligen Freund, sage ich mal, eingeladen nach dieser Tagung mit zu einer Hütte zu fahren und dass sie da so ein bisschen Abenteuererlebnis, keine Ahnung, also dass sie auf jeden Fall zusammen dahin fahren und Maura Iles denkt drüber nach und dann fährt sie auch mit. Ja, und dann kommen sie aber nicht da an, wo sie hin wollten, sondern durch den Schneesturm, der da gerade herrscht, kommen sie halt nicht an ihrem Ziel und verirren sich quasi im Schneegestöber, der Wagen bleibt auch liegen und so weiter. Und dann kommen sie in ein verlassenes Dorf namens Kingdom Come. Und dort ist es echt unheimlich, denn kein Mensch ist mehr da. Aber die Gegebenheiten vor Ort sind so mysteriös, dass es den Anschein hat, dass irgendwas in diesem Dorf vorgefallen ist. Und die 4, 5 Reisenden, die da quasi mit Maura zusammen unterwegs sind. Für sie ist das erstmal ein guter Ort, um Rast zu machen und sich aufzuwärmen und nicht im Schneegestöber zu sterben. Und ja, sie finden dann aber immer mehr über diesen Ort heraus und wie es dann so weitergeht. Ja, es war auf jeden Fall super spannend, der Fall. Ich habe es super gern gelesen. Und war wieder ein richtig guter Teil. Also es gibt wenig gute Teile, aber der hat mich wirklich sehr stark im Juni mitgerissen. So. Genau. 4 von 5 Sternen. So, dann habe ich mal wieder zwischendurch etwas Lockeres, Süßes gelesen. Und zwar den 2. Teil von der Sams-Reihe. Am Samstag kam das Sams zurück von Paul Maar. Ja, Sams ist immer noch. Also, das Sams kommt wieder zum Herrn Taschenbier zurück. Auf, ja, wie er das macht, müsste man natürlich selber lesen, aber er kommt auf jeden Fall zurück und die beiden erleben wieder einige lustige Tage zusammen und auch sehr strapaziöse, würde ich sagen. Aber trotz allem sind sie ein gutes Team und ja, ich lese einfach total gerne. Ich muss auch immer sehr viel schmunzeln bei diesen Szenen und bei den lustigen Dialogen zwischen den beiden teilweise und wie charmant das Sams auch ist und wie es so man benutzt ja im Leben oder im täglichen Sprachgebrauch sehr viele Metaphern, um irgendwie oder man spricht, also das Sams kann Worte im Mund so verdrehen, dass es wieder Sinn ergibt und das ist total lustig mitzuverfolgen, wie er aus ganz normalen Sätzen einen anderen Zusammenhang findet, weil ja, kann ich, das war auf jeden Fall sehr lustig, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so, kann man da jetzt für ein Beispiel nehmen? Nur so ein Beispiel hier. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, wie? Sagte der Kellner böse und hob drohend die Serviette, die bis jetzt über seinen Arm gehangen hatte. Das Sams betrachtete ihn prüfend von oben bis unten.
Nein, dazu bist du mir zu schwer. Also er nimmt quasi irgendwelche Sätze und nimmt die so wortwörtlich, ne? Also, und das ist halt immer, da kommen dann immer sehr lustige Szenen zustande und darüber muss ich sehr viel lachen. Hat 4 von 5 Sternen bekommen. So, gleich darauf habe ich mir den nächsten Teil geschnappt, weil ich so im Fluss war und kein dickes Buch irgendwie anfangen wollte, weil ich nicht so, ja, in der Verfassung war eine richtige Geschichte, also eine lange, große Erwachsenengeschichte quasi zu lesen, sondern eher wirklich was sich leicht und schnell lesen lässt und wo auch meine Statistik nicht so ganz drunter leidet, weil ich halt nicht so viel schaffe und deswegen nochmal ein dünnes Buch und zwar Neue Punkte für das Sams von Paul Maar. Also der dritte Teil und auch das war eine sehr lustige und sehr unterhaltsame Story, wie auch das vorherige 4 von 5 Sternen. So. Kommen wir auch schon zum vorletzten. Und zwar habe ich dieses Buch gelesen, weil ich ja im letzten Monat oder vorletzten, nee, ich glaube letzten Monat, mit dir an meiner Seite abgebrochen hatte, also von John Shores. Und das war ja das Buch für die Lese-Challenge von mir. Dafür müsste also jetzt ein neues Buch herhalten. Und ich habe erst so gedacht, scheiße, ich habe gar kein anderes, wo der Autor weder ein A noch ein E im Namen hat. Und dann bin ich mal kurz durch mein Regal gegangen und habe relativ schnell einen gefunden, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zwar Wulfthorn. Trigger habe ich dann gelesen, weil Wulfthorn hat weder ein A noch ein E im Namen. Und ich habe fünfmal hingeguckt, ob es auch wirklich so ist. Manchmal spielt ein ja das Auge einen Streich. Ja, und Trigger war auch echt spannend. Also ich war da voll dabei. Und zwar geht es quasi darum, falls ihr das noch nicht kennt. Es gibt da eine Psychiaterin, die heißt Ellen und um die geht es auch die ganze Zeit. Und Ellen bekommt halt von ihrem Lebensgefährten, der im Urlaub ist, einen Patienten, die arbeiten halt zusammen in einer Psychiatrie. Und sie bekommt von ihm eine Patientin, und um die sie sich quasi kümmern soll, wo sie halt einfach sehen soll, ob sie da in dem Fall weiterkommt. So, und sie versucht dann mit der Patientin, ja, anzubandeln und aus ihr herauszukriegen, was passiert ist, warum sie so, weil die ist total psychisch neben der Spur, sag ich mal. Und auf einmal verschwindet diese Patientin und keiner glaubt Ellen, dass sie da war. Und ja, ist auch wieder sehr, sehr komplexe Geschichte irgendwie. Und Ellen hatte auch selbst in der Kindheit eine tragische. Ja, einen tragischen Vorfall, sage ich mal, und irgendwie verknüpft sich alles irgendwann miteinander. Und es geht auch um den Kinderreim, wer hat Angst vorm schwarzen Mann oder dieses Spiel. Das hat ja auch eine größere Bedeutung. Ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig spannend und wollte immer zu wissen, wie es weitergeht. Auch der Schreibstil von Wulfthorn ist einfach so genial, dass man immer weiterlesen will. Und ja, mich hat das Buch einfach mega gepackt und hat es auch richtig schnell durch. Ich glaube, 2, 3 Tage auch nur. Habe ich an einem Wochenende mal eben weggesuchtet. Also das war schon echt richtig gut. Das hat mir ja nicht so gefallen. Ja, es gab halt wieder nicht so diesen, das ist so ein Mega-Buch, dem ich 5 Sterne gebe. Das war halt so ein, ja, es war richtig eine richtig gute Geschichte, aber mir fehlt halt noch was für dieses Bähnen, ne? Dafür war mir dann vielleicht die Auflösung einfach ein bisschen zu unspektakulär. Ich hab da mit was Schlimmerem gerechnet irgendwie. Naja, auf jeden Fall trotzdem super Buch, super Geschichte und definitiv lesenswert für alle Thriller-Fans. Gut, und dann kommen wir auch schon zum letzten und auch ja, mit dünnsten Buch, also zumindest von der Erwachsenenliteratur. Beautiful Wedding von Jamie Maguire. Ja, ich musste natürlich recht schnell den letzten Teil davon, oder 2.1 quasi hinterher schieben, weil ja, ich Abby und Travis einfach liebe und ich gern mehr von ihnen lesen wollte. Und das konnte ich mit diesem Buch machen und quasi auch abschließen, die Reihe oder die.
diese Geschichte der beiden und sie fehlen mir jetzt schon. Ich weiß, dass ich diese Bücher irgendwann oder zumindest einen Teil davon definitiv wieder lesen werde. Hier, ja, geht es quasi um eine Hochzeit, um welche verrate ich euch jetzt nicht, aber ja, das verrät wahrscheinlich schon recht viel, der Titel. Aber auch dieses Buch habe ich sehr, sehr geliebt und verschlungen und ja, auch nicht so schnell gelesen, weil ich halt die beiden nicht so wirklich gehen lassen wollte und ja, beide für mich absolutes Traumpaar der Bücherwelt und ja, ich liebe die Bücher und auch dieser Teil war richtig gut. 5 von 5 Sternen. Tata, und das war's auch schon. Gucken wir also uns den Überblick an, wie dieser Monat statistisch dann so aussah. Das waren 7 Bücher, die ich ausgelesen habe. Das macht 2265 Seiten, was im Durchschnitt 75,5 Seiten pro Tag macht. Ihr könnt jetzt gerne auf- oder abrunden, wie ihr mögt. Ich würde allerdings aufrunden. Und 8,50 Euro Lesetaschengeld habe ich angespart. Das war der Lesemonat Juni. Für mich sehr gut. Also da war einiges dabei und zwar auch ein paar dünne Bücher, aber Bücher sind Bücher, egal ob sie jetzt 300 Seiten haben oder 700 Seiten oder auch mal nur 150. Ich habe sie zumindest ausgelesen und das ist für mich der Sinn dahinter. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Juli. Genießt die Sonnenstrahlen, wenn sie denn kommen und da sind. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage jetzt erstmal tschüss. Bis dann.